und willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Kingmaker Pathfinder und auf YouTube. Und hallo Amiri. Noch haben wir keine Leute da, die uns zuschauen. Vielleicht muss ich das anders stellen, so vielleicht. Vielleicht sehe ich dann besser, ob irgendjemand was chattet. Nicht, dass das passieren wird. Okay. Das eigentlich. Ah, verstehe. Na okay, na gut. We're gonna talk. Amiri utters a weary sigh. Alright, Spirit, I'm listening. We're just talking. You don't like it? Depends. What we're gonna talk about. If it's about monsters or swords or scars, I approve. That's good. Ha! So muss es sein. So muss es sein, Amiri. And if you're gonna ask questions like why and what for and how, screw this. Tell me about yourself. This simple question seems to puzzle Amiri. She scratches her head, then starts counting on her fingers. First, I'm a barbarian. I'm strong. I grew up in the realm of the Mammoth Lord. Okay. Irgendwas dazu? Irgendwas Interessantes? Nein. I left my tribe to six bears. And I like fights. What's it like to be a barbarian in the six bears tribe? Ha! Our people are big and strong. We can cut a monster in half with one swing. We can walk 3 days and nights with no rest. Ja, ja, von wegen. Ein Zuschauer. Oder bin das ich? Gute Frage. Na gut. I guess you had to do a lot of training. Training? Ha 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 ha. No one freaking trained me. The boys of the six bears got the training. All I could do was watch. Offensichtlich kein emanzipierter Stamm. Animals, bandits, monsters, all fought. They were stronger than me. Idiots. Miri spits on the ground. Because if you start a fight, you think you can win? You think you're stronger than your enemy? Okay, so is that. What does the realm of the Mammoth Lords look like? Huge and freezing. Naja, was haben wir auch anders erwartet bei Mammuts? No place for weaklings. Natürlich, da will ich eh nicht hin. Continue. Why did you leave your tribe? Because they were assholes, all of them. Men were cowards and scoundrels, and women were scared like sheep. Men that think no girl can be fighter, because they are weak. They're afraid a woman can beat them. And females just nod, ghosts you hide, blah 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 blah. Okay. I told them so. I went hunting with men, and what did I get? Still saying, you're a woman, you stay home. Even give me nickname, the soft chieftain. Like a warrior woman was a funny joke. Ja, schau, sie redet eh viel, wenn man sich das Richtige fragt. Okay. Quite good, huh? Compared to who? If I was a crappy male, I'd fight better. Is that what you say? She glares at you, her eyes narrow. Or you say I could be better? Like, go get some training, Amiri, right? I meant exactly what I said. You are quite a good fighter. Don't raise your voice to me ever again. Forget it. You're rather rude, you know. You bet. I'm a fighter, big and strong. Everyone's afraid of me. I can't play the softy. Who would ever fear me then? Okay, thanks for telling me. Was? Das war nur ein Teil von dem Gespräch, den wir mit dir führen können. Wir müssen das schneller machen. Das habe ich eh schon mal gemacht. Oh, noch ein zweiter Zuschauer. Ich bin beeindruckt. Ist es Panda Bär wieder?
Wenn er es ist, dann hat er dreimal hintereinander nichts zu tun gehabt. Na, fast. So, why did you leave your tribe? Bla 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 bla. Treat woman lion, not fighter. Ja, okay. That's a formidable sword. Oh. You bet it's not simple. Check out how big it is. Es schaut aus, als wäre es größer als sie. Sword belonged to a real blasted frost giant. I killed the beast and took this locker for myself. Fits me perfect. My damned trophy. Nein, das werden wir nicht sagen. Wir nehmen sie mit. Amiri ist eine gute Kämpferin. Außerdem glaube ich, erträgt sie, dass ich lawful evil bin, eher als andere. Thanks for talking with me. Let's speak again later. And dialogue. Okay. Da ist ein Hund, mit dem wir nicht sprechen können, nehme ich mal an. So, wen haben wir denn noch dabei? Ocken? Nein. Mit dem haben wir schon gesprochen. Schauen wir mal. Oh, da ist noch wer. Da ist Chaffel. Die habe ich beim ersten Mal nicht mitnehmen können. Speak. I would like to hear your story. Stories. Stories are boring and a waste of time. I have killed. I was exiled from Kyonin. I died. I was raised by Urgator's gift. That is my story. Kyonin, was ist das? Okay. Der Ort, wo die Elfen herkommen. Na gut, soll sein. Who were you before you, your exile? That's rather amusing. I belonged to a wealthy family and held high position on the courts of Yadara, the capital of Kyonin. When my little wrongdoings were revealed, the trial was held in the very same court where I tried cases and delivered sentences. Okay, sie war also Richter. Who did you kill and why? Family. Come on, oh, blah 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 blah. But why is this? Why is the more interesting question? Na dann, sagen wir mal warum. What is the worth of a thousand years if you cannot enjoy it like your first 10,000 springs? The elf's voice sounds unusually vehement. Everyone considers elves ever young, but our youthfulness is but a mask, a threadbare ritual gown. What lies underneath? The dust of years and jaded repetition. With each year, the dust grows thicker and erstwhile joys cease to exist and cloy as a dish you've tasted a thousand times. Okay. Long did I search for a way to avert this fate, don't I? Who has truly tasted life deserve a better lot than those benumbed old elves who close themselves to the world. And I found a way in the ancient texts of Urgator. Das ist die Totengöttin, soweit ich das weiß. Wie ist das? Planet Princess Lady Despair. Ja. Ritual involved the blood of my kin, a trifle that would make each day feel as a holiday, created specially for me. The ritual gave strength not only to my body, but to my mind and my soul, and my mind whirled at every sensation, each sip of wine or silken caress. Oh, how I miss this. Oh, sie hat ihre eigene Familie umgebracht. Das ist ja nett. Sieben Leute hier, um Gottes Willen. Haben die nichts Besseres zu tun, als mir zuzuschauen, wie ich eine untote Elfe befrage. My cousin was the first I used for the river, bla 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 bla. Okay, also sie hat ihre eigene Familie umgebracht. Wir nehmen natürlich Lawful Evil, weil wir sind Lawful Evil. An objective worth pursuing, but it would be better to refrain from secret murder. There are many ways to arrange a death, while keeping within the boundaries of law and decency. Nicht schlecht. Nehmen wir doch glatt. It is much more difficult to accomplish this in Kyonin than the River Kingdoms. But you are correct. I have learned a lesson from my past and will be more careful in the future.
Okay, sie ist ein absolut perfekter Partner für uns. Do you have family in Kyonin? Anyone who is dear to you? Do you mean someone I would hesitate to sacrifice? Perhaps my daughter. I would regret the wasted effort. The creature turned out quite well, like a properly trained dog or a well-managed horse. Das ist mal eine Mutter. So muss man sich Mütter vorstellen. Is exile your only punishment for murder? For an elf, exile is a serious punishment. There is no other Kyonin in this world. Even I, who despise its hypocrisy, must admit as much. How did you die, and what happened after? I don't remember my death. I was stunned by the sentence of exile, and I admit I showed weakness. I wandered aimless, absorbed in despair, without concern for my safety or sustenance. And then I remembered desolate rocks, a stone. I lay upon a convulsion, passing not only bla 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 bla, ja und so weiter und so fort. Sie ist also umgebracht worden. She has neither addressed me nor answered my pleas ever since. Okay, und dann hat ihre Göttin sie wieder auferweckt. Auch nicht schlecht. I will not bother you with the story of how I tried to comprehend my new condition. Soon I had a chance to put my new powers to the test. Okay. Group of my kin had tracked me down the woods. Me through the woods. They were insolent and would pay dearly for this. But I had to reckon. Ja, ja, was auch immer. Tell me about your birthplace. Will ich das wirklich wissen? Ja, ja, was auch immer. Interessiert mich nicht. Enough talking about your past. Echt? Das war das erste? Ach Gott. What's it like to be undead? Do you wish to know what it means to me personally? Or what powers and limitations it imposes? You surely know how to ask questions. Two desires led me through life. To feel pleasure time and time again. And to achieve perfection. Unlife brought me closer to the second. I'm changeless, torn from time. The chaos of the world and even the soul circle have no power over me. But everything comes... da gibt's keine Option, die gut ist. Neutral good, chaotic neutral. Chaotic evil. Das ist, glaube ich, das nächste zu lawful evil, ja. You've become powerful, that's all that matters. It's much better than the life of ordinary mortals and even elves. How do healing spells, prayers and potions affect you? Dreadfully, of course. Your healers had better stay away from me in battle. The undead are healed through interaction with negative energy, and I can perfectly manage that on my own. Okay. Sie hält sich also selber. Oh. Ich werde gehostet von jemandem. Ah. Was das alles gibt. You don't need to sleep, right? I'm spared from that bothersome. Ja, das ist urangenehm. Du kannst mit ihr rumrennen, solange du willst, und sie wird dich nie anflehen, dass du endlich Pause machst. What about carnal pleasures? Attack this infessile question. That pleasure is now as senseless to me as food or wine. Action without feeling. Kein Sex für Untote. Also für alle, die nekrophil sind von meinen Zuhörern, Untote mögen das nicht. Oder es ist ihnen wurscht, sagen wir es mal so. Tell me about your goddess. Might sound strange, but I know less than others about Urgator and her faith. My transformation into her inquisitor was unexpected, but I will answer to the best of my knowledge. Oh, certainly. Urgator was once a mortal woman, basking in life. Bla 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 bla. Ja, ja. Okay.
more complicated than it seems. An inquisitor is by nature the most zealous defender of their faith. The hand of their god is quasi eine Art Super Paladin oder was. When I received this title and power, I expected that Urgatur would tell me my mission, but this never happened. The goddess remained silent. There's only one reasonable explanation I can imagine. Discovering what's expected of me is part of my quest. Blah blah blah. Does Urgatur feud with other gods? Still tries to call her to order and Serenray to heal her. Okay. To enjoy, to taste, blah blah blah. Okay, gut. Wir mögen Urgatur. Wir mögen Urgatur. Na gut. What made you follow me? Gute Frage. The need for a reliable ally. Ich bin mir nicht sicher, ob du da den richtigen gefunden hast. Naja, gut. I don't know, they can't have been sent by the Queen. I'm branded outlaw, but my punishment was exile and it is not custom for elves. Okay. Ja, ja, okay, gut, passt. Wir mögen dich auch. Da oben noch irgendwer? Hey, da ist eine Kiste. Wir machen alles auf, wir nehmen alles mit. Was ist das? Eine Heavy Mace? Collect all. So, einen haben wir noch, mit dem wir reden müssen und dann können wir rausgehen. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir auch nicht mit ihm reden. So einfach nur gehen. Wer war denn der letzte? Ah, wie heißt sie? Und wo ist sie? Keine Ahnung. Geht's darauf? Yay, mehr Kisten. Yay, mehr Waffen. Eine Ratte. Ich weiß, wie heißt sie? Die Kämpferin. Die Lawful Neutral Kämpferin. Aber ich sehe sie nirgends. Vielleicht ist sie vor der Tür. Diesmal das erste Mal auch nicht beim ersten Mal auch nicht gefolgt, aber wie schon gesagt, da bin ich chaotisch evil gewesen. Und da scheint sie auch nicht zu sein. Na gut. Dann würde ich fast sagen, handeln wir nochmal mit dem Oleg. Wir haben jetzt einen Haufen Zeug gefunden, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Wir verkaufen ihm sein eigenes Zeug wieder, ich finde das lustig. Ist sie vielleicht da draußen? Hallo? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Valerie, glaube ich, heißt sie. Oder? Ja. Keine Ahnung, wo sie ist. Na dann. Warte mal. Haben wir eigentlich alle Aufträge gekriegt? The Secret Room? Den haben wir gefunden. Den sollen wir finden. Tatuccio will fail in 88 days and 6 hours. Das könnten wir versuchen zu failen. Dann kriegen wir nicht mal ein Königreich. Warte mal, wir kriegen einen Auftrag, soweit ich weiß, von ihm hier. Ha, da ist es schon. Sechs Alchemists Fire. Die sind durchaus wichtig, weil wir kämpfen dort gegen Spinnenschwärme und die waren fürchterlich. Alright, I'll try to help. So, verkaufst du irgendwas Sinnvolles? Ich glaube, ich habe dann noch... Da gibt es noch den Stein, den können wir auch noch verkaufen. Was ist das? Na, das sind Rationen, wir behalten uns natürlich. Wir könnten Potions kaufen.
Scrolls nicht, weil die kann man eh nicht verwenden. Puh, die sind aber ganz schön teuer, diese Potions. In Large Person kostet nur 50, interessant. Ja, Chemist's Fire ist gut. Aber nicht 72. Kann man vielleicht 2 kaufen oder 3? Passt. So, dann machen wir Inventory. Und du nimmst sowas. Und zwar 2. Du nimmst dir 2. Du nimmst dir 2. Ah, du kannst diese Dinger da sprechen. Du brauchst diese Potions nicht. Du kannst dich hier nicht heilen damit. Und du nimmst da auch 2. Okay. Achso, wir haben 3 gekauft, nicht nur 2. Wie ich zuerst gedacht habe. So. Na dann. Auf, junge Freunde. Auf. Schauen wir mal, ob wir... Ja, die nehmen wir alle mit. Ah, verstehe. Ja. Doof. Yay. So. Während wir warten. Chat hat nicht wirklich viel zu sagen. Außer Roland. Aber Roland hat keine besonders interessante Meinung. Gut. Wir sind also jetzt auf dem Weg darüber. Ja, machen wir gleich die erste Quest für den, oder? Können wir das? Achso, nein, wir können nicht. Wir können einfach... Einfach da mal nach Süden. Oh. Random Encounter. There is someone on the road. Na gut. Dann machen wir mal was. Es schaut nicht so aus, als würde er kämpfen wollen, oder? A jittery old man in squalid clothing shuffles up to you. His grey hair is unkempt. And he continually clenches and unclenches his wrinkled, freckled hands. When he stops and looks at you, his eyes widen, and he tugs at his beard. Okay. Strange weather. Invisible fog creeping out of the woods. Soars beyond the sky, obscures the sun and moon. Strange. The old man shakes his head, his eyes shifting about seemingly at random. I don't like this old man. Looks like the kind who can cast the evil eye. Okay. Move along, old man. We give no alms. Okay, who are you? Fragen wir mal. It's for a moment Remus. But that won't help with the fog. I do nothing. Breathe, walk, observe. I see more than ever. I've never seen so much before, but someone must look and no one else can. The fog is wrong, it hinders your legs, not your sight. I wish not to try. Should probably go. One more word, and I'll kill you. Okay. Machen wir das. Wir sind immerhin bösartig, also so gesehen. Bold dog barks loud, while cunning one readies to bite. Cunning short, but stubborn. He is now in an ancient tomb that lies south of the trading post. Searching for the great power that once gave joy and now brings only death. You don't want my nonsense.
Then you'll hear sobs and screams. Once stolen, the land should be reclaimed. Once reclaimed, bound with the claimer shall it be. Bound, merged, joined by unbreakable ties, claiming the land, claiming its pain, claiming its death. Okay. Meet with Tatucci in the stolen land, examine the ancient tomb. Okay. Machen wir doch glatt. Vielleicht. So, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Warum Englisch? Weil deutsche Übersetzungen Mist sind. Kein Mensch braucht Deutsch. Außerdem hilft euch das, dass ihr was lernt. Schwammerl. Na gut, ja, für YouTube hören wir jetzt auf, weil ich habe lang genug aufgenommen.